Komme gerade aus einem Call mit einer Kundin und was mich immer so sehr am Herzen berührt, das möchte ich mal mit dir teilen, so deine Inspiration ist. Also sie kam in dem Call so im Tal der Tränen, am Boden zerstört, also Drama hoch drei. Und der Call, der hat so eine knappe Stunde gedauert und sie ist jetzt aus dem Call raus. Himmelhoch jauchzend, gestrahlt aus der Tiefste ihres Seins. Es war wieder Leichtigkeit da, es war wieder Freude da. Und es kam einfach auf, und vielleicht kennst du das ja auch von dir, dass ich kenne das auch aus meinem Leben nur zu gut noch, vor allem aus meinem früheren Leben, dass ich mir immer Situationen erschaffen habe, wo ich mich so im Dramatal wiedergefunden habe, ja? Und es war so eine Schwere da. Ich hatte so, wie man im Saarland, ich komme ja ursprünglich aus dem Saarland, wie man so schön sagt, ich habe absolut die Schnauze voll, ich habe die Faxen dick, hier geht gar nichts. Und der oder der hat sich jetzt gerade so verhalten und das ist jetzt Mist und das ist jetzt so und das ist jetzt so und das ist jetzt so. Also tiefstes Tal der Tränen. Und dann es ist so einfach, jemand an seiner Seite zu haben, wie das jetzt heute Morgen auch der Fall war, da mal der Augenöffner sein zu dürfen und zu sagen, hey, guck mal, jeder von uns erschafft sich seine eigene Lebenswirklichkeit und wir sind halt wirklich mal ganz tief in Konditionierungen auch mal ganz kurz nur eingetaucht für ein paar Minuten, welchen Vorteil das System denn kennt, warum die Situation jetzt gerade mal wieder so ist. Augenscheinlich mal wieder so ist, wie sie ist. Und dann war es ganz schnell gedreht. Also, es ist so vieles wie Schuppen von den Augen gefallen, wie einfach es sein kann, wenn im Außen eine Situation da ist, wo man sagt, oh, das wollte ich jetzt aber wirklich mir nicht wieder hier in mein Leben ziehen. Wie einfach es sein kann, wenn man wirklich jemanden an seiner Seite hat, der mit einem da mal kurz drauf schaut. Und schon kann man den Fokus wechseln und in die andere Richtung geht's weiter. Das ist etwas, was immer so, so sehr auch mein Herz berührt, mein Gegenüber dann zu sehen. Also nicht so, dass jeder immer direkt mit im Tal der Tränen zu mir an den Call kommt. Das war jetzt heute Morgen mal ausnahmsweise der Fall. Aber wie schnell wir dann sowas switchen können, wie schnell, ja, sie dann in einer ganz anderen Energie war, ihr so vieles wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Und dann kam auch noch so ein interessanter Satz so im nebenbei auf. Ja, ist es denn wirklich so einfach? Kann es denn so einfach sein? Weil ich glaube, gerade so wir im deutschsprachigen Raum haben auch so einen tiefen Glaubenssatz in uns, woher der auch immer kommt. So einfach kann es ja nicht sein. Wenn es so einfach wäre, dann wird das ja jeder machen. Das ist ein Trugschluss. Es ist einfach. Es ist so einfach, sich ein neues Leben zu erlauben, wie es wirklich dem Herzen, dem Seelenplan entspricht, dem Ruf der Seele zu folgen. Was dabei nicht leicht ist, ist, dem auch zu folgen. Weil damit beginnen wir ja, Dinge anders zu machen als bisher. Wir beginnen ja schon mal grundsätzlich anders zu denken. Wir beginnen anders zu fühlen. Daraus resultieren, beginnen wir anders zu handeln. Das kennt unser System ja nicht. Wir beginnen den Impulsen zu folgen, die wir aus dem universellen Feld bekommen. Und denen dann zu folgen, das setzt auch ganz schnell das Bauchgefühl zusätzlich noch mit ein. Oh, das ist jetzt aber mulmig. Das fühlt sich jetzt aber nicht so gut an. Wenn es so einfach wäre, würde das ja jeder machen. So einfach kann es ja nicht sein. Und wenn es jetzt wirklich das wäre, was mein nächster Schritt ist, dann wird es sich ja auch gut für mich anfühlen. Das ist ein absoluter Trugschluss. Sowohl unser Bauchgehirn als auch unser Kopfgehirn hier, unser Stammhirn, die mögen es einfach, so einen sicheren Weg zu haben. Die mögen einfach die Berechnung aufgrund Erfahrungen, wie es ist von A nach B. Und wenn ich jetzt nochmal auf den wunderbaren Call heute Morgen mit einer wirklich absoluten Traumkundin spreche, das war so schön zu beobachten, wie sie sich darauf eingelassen hat, mal kurz hingeblickt hat, ganz viele Aha-Effekte hatte und jetzt so strahlend in den Tag gestartet ist und noch mehr weiß, wie genau sie sich jetzt jegliche weitere Lebenswirklichkeit ganz nach dem Herzen gestalten kann.
Und das ist im Grunde genommen total einfach, wenn man dann einfach mal weiß, wie. Wenn man sich natürlich auch erlaubt, mal jemanden an seiner Seite zu haben, die dort ist, wo man selbst hin möchte. Das war bei mir ja einst mal nichts anderes. Ich stand ja auch mal an dem Punkt, wo ich so im Tal der Tränen war und mir sehnlichst jemand an meiner Seite gewünscht habe, die schon dort ist, wo ich hin will. Und ja, das Universum hat mir die natürlich geschickt. War es dann eine Challenge für mich, wirklich zu sagen, ja, ich gehe jetzt dafür, ja, ich lasse mich jetzt begleiten, ja, ich löse mich jetzt von dem Glaubenssatz, dass ich es alleine schaffen muss oder alleine auf jeden Fall hinkriegen muss. Natürlich, das ist wie früher, wenn wir alleine hätten lernen müssen, aufrecht zu gehen. Da hatten wir ja auch Menschen im Umfeld, Mama, Papa, Oma, Onkel, Tante, die uns an der Hand genommen haben und die uns dabei geholfen haben. Aber gehen, lernen letzten Endes mussten wir dennoch auch selbst. Ja, also die Dinge, die ich hier jetzt vermittle, im internen Bereich, in der Akademie, diese Hilfestellung, das Gegenüber darf natürlich selbst umsetzen und das annehmen, weil machen kann ich für niemanden. Ich kann die Begleitung sein und sagen, hey, jetzt ändern wir mal den Fokus, jetzt schauen wir mal in die Richtung. Und schon mindblowing pur. Also, wie viel leichter kannst du es dir machen, wenn du dir wirklich erlaubst, Hilfe anzunehmen, wenn du dir erlaubst, in diese andere Energie grundsätzlich einzutauchen und wenn du dir wirklich erlaubst, dich, für dein Herz, für deine Seele, für deinen Seelenplan zu entscheiden. Das kann von jetzt auf gleich so viel in deinem Leben verändern. Ich bekomme auch schon so oft das Feedback, wenn jemand sich entschieden hat, zum Beispiel in die Akademie zu hüpfen und wir dann Termin alles abgemacht haben. Wann wir denn starten, dass am nächsten Tag ich so oft höre dann in unserem Chat, hey, irgendwie hat sich jetzt schon was verändert. Wir haben ja noch gar nicht angefangen und ich bin schon in einer ganz anderen Energie. Allein schon mit der Entscheidung geschieht schon so viel. Das ist wie wenn du einen Urlaub buchst und allein schon mit deiner Entscheidung, wenn du den Urlaub gebucht hast, bist du schon in einer anderen Energie, total in der Vorfreude. Und so ist das hier auch. In diesem Sinne, ich würde vielleicht mal drüber nachdenken, doch mal Kontakt zu mir aufzunehmen, damit wir mal sprechen können, ja, was für dich möglich ist, damit du auch viel rascher in dem freien Leben ankommst, wo dein Herz und deine Seele dich eigentlich schon so lange hinhaben möchten. Bis dahin, ciao, ciao.